Eine Flagge, viele Realitäten. Briten im Alltag, im Urlaub, oft völlig unverfälscht. Berühmte und gänzlich unbekannte Briten. Only Human, nur menschlich, heißt die Ausstellung des britischen Fotografen Martin Parr. Sie zeigt Menschen mit all ihren Eigenheiten. Inszenierte Porträts oder zufällige Momentaufnahmen. Es fallen vor allem die Gesichter auf, die Mimik und wie universell das alles ist. Ich habe festgestellt, dass Ironie zur britischen Identität gehört und auch etwas Selbsthass. Maybe a bit of self-hate as well. He's got a great sense of humor. Er hat einen großartigen Sinn für Humor. Er erwischt Menschen in amüsanten Situationen. Und er fotografiert alle Gesellschaftsschichten. In der Ausstellung Fotos aus den vergangenen 20 Jahren. Bekannte und bisher unveröffentlichte. Seine Landsleute sind Martin Parrs häufigstes Motiv. Kurz vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hat er sich im ganzen Land auf die Suche nach der Identität der Briten begeben. Ich liebe und hasse sie zugleich. Es gibt bestimmte Dinge, die sich nie ändern, wie eine Dorfkirmes oder so etwas. Anderes dagegen verändert sich. Mich interessiert beides, der Wandel und das Unveränderliche. Ich versuche, das Wesen des Britischseins einzufangen. Fragen Sie mich jetzt bloß nicht, was das ist. Deshalb fotografiere ich. Ich drücke mich durch Bilder aus, nicht durch Worte. Martin Parr fotografiert seit den 1970er Jahren. Der 66-Jährige gilt als einer der wichtigsten Fotografen der Gegenwart in Großbritannien und von Anfang an als Beobachter der Gesellschaft in seiner Heimat. Sein Talent, den unterschiedlichsten Menschen nahe zu kommen. Man muss einfach sehr viele Fotos machen und mit Empathie rangehen, die Menschen kennenlernen und dann immer weiter fotografieren. Ein großer Teil der Ausstellung zeigt Bilder, die nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 entstanden sind. Seitdem hat Martin Parr gezielt Orte besucht, an denen viele Befürworter des EU-Austritts leben und Patriotismus in unterschiedlichen Formen festgehalten. Nach mehr als drei Jahren, in denen wir Politiker und Kommentatoren über den Brexit reden hören, ist das Thema einfach nur noch langweilig. Da ist es erfrischend, uns selbst in diesen Zeiten einer beinahe nationalen Krise mit einem liebevollen und weniger ernsten Blick zu betrachten, wie Martin Parr es tut. But with affection and with a light touch, as Martin does. Die Bilderwelt von Martin Parr ist auch eine Welt der Klischees. Der Hang zur Nostalgie und die Liebe zu Traditionen sind Teile der britischen Identität, die der Dokumentarfotograf immer wieder abbildet. Wie der klassische Afternoon Tea mit englischem Tee und Gebäck. In London längst eher Touristenattraktion als Alltagsbrauch. Hat sich das Gefühl, britisch zu sein, angesichts eines möglichen EU-Austritts verändert, jenseits von Parrs Fotos? Mit dem Brexit vor Augen denken wir mehr über unsere nationale Identität und unseren Platz in Europa nach. Und viele finden es schwieriger, sich mit dem Britischsein zu identifizieren. Ich finde die Kulturenvielfalt hier toll und denke, das sollten wir uns auch in den nächsten Jahren bewahren. Wir begreifen, wer wir sind und dass wir immer noch ein Land sind und ein Volk und dass uns im Alltag immer noch vieles miteinander verbindet. Martin Parrs Fotos in der National Portrait Gallery. Only Human ist als Erlebnis konzipiert. Das Café mittendrin, wie ein Ort aus seinen Fotos. Ich möchte auch unterhalten. Die Fotos sollen die Menschen zum Lachen und vielleicht auch zum Nachdenken bringen. Seine Fotos halten den Briten einen Spiegel vor. Die Porträts sind so verschieden wie die Menschen, die Martin Parr vor die Linse laufen. Und eins darf nie fehlen, wenn er auf den Auslöser drückt. Eine Prise britischer Humor.